Dressierte Wildtiere im Zirkus. In Deutschland sind sie noch erlaubt. Sie bringen die Besucher. Auf der Gegenseite Aktivisten, die versuchen, ein Wildtierverbot durchzusetzen. Scheiße, geh auf diesen runter. Man liebt die Tiere und hier macht man sowas. Ich lebe sehr viel unter Angst deswegen, dass meinen Tieren was angetan wird. Das ist eine Tierausbeutung ohne Ende. Ja, da tut ja mein Lebenswerk zerstören. Der Zirkus ist in der Stadt. Und ich bin das erste Mal seit meiner Kindheit wieder da. Das bin ich. Als ich das letzte Mal im Zirkus war, da bin ich so 4. Wir haben da gelebt. Meine Mutter hat da gearbeitet. Und es gab einen Puma und so Würgeschlangen. Fand ich natürlich damn cool damals alles. Ja. Ob ich die Tiernummern immer noch so cool finde, will ich herausfinden. Der Zirkus Voyage ist einer von über 300 Zirkussen in Deutschland. Und er hat über 80 Tiere für seine Show. Ohne Scheiß bricht mir das Herz. Was soll das für ein Leben sein zwischen Manege, Käfig und Tiertransporter? Brauchen wir so eine Art der zur Schaustellung überhaupt noch? Während ein Land nach dem anderen Wildtierverbote erlässt, ist Deutschland irgendwie hinterm Mond und lässt die Tiger tanzen. Und nach der Show Elefanten reiten. Selber Zirkus, 2 Monate vorher in Hamburg. Die beiden hier kontrollieren jeden Schritt der Wildtierzirkusse, denn sie sind Gegner dieser Unterhaltungsform. Sascha und Peter, beides ehrenamtliche Tierschützer. Die Mission? Jeden Verstoß gegen das Tierschutzgesetz filmen und anzeigen. Dauert keine 10 Minuten, da gibt's den ersten Ausbruch. Peter? Ja? Die Grenze sind am Weglaufen wieder. Eindeutig. Ja, wie gestern. Wir gehen nochmal näher ran. Die Gänse sind gestern auch schon ausgebrochen, als wir die Mahnwache hatten. Da stand aber die Polizei hier. Also konnten es nicht die Tierschützer gewesen sein, die sie rausgelassen haben. Zwischen Tierschützern und Zirkus herrscht Stress. Verantwortungsvolle Tierhalter müssten ihre Tiere immer unter Kontrolle haben. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mit Tierausbrüchen zu tun gehabt. Und immer wieder, wenn die Tiere ausbrechen und zu Unfällen führen, heißt das immer, die Tierschützer haben sie befreit. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Wir hatten jetzt also spätestens das müssen sie hören. Aber Peter und Sascha interessieren sich eher für die Transporte der großen Wildtiere. Verstöße gegen die Transportordnung haben sie schon öfters dokumentiert. Während der Fahrt konnten die Giraffen nicht aufrecht stehen, können nicht die Balance halten. Und was wir dann hören durften, waren, dass diese Tiere vor Panik in diesem Anhänger am Treten waren. Ja? Die sind dann, selber das haben wir gehört. Und wir haben es auf Video aufgenommen. Genau. Und die treten los. Hörst du die Giraffen treten? Aber erstmal heißt es, Gänse von der Straße holen. Moin! Eure Gänse sind abgehauen. Peter und Sascha werde ich eine Nacht lang begleiten. Sie hoffen, Verstöße gegen das Tierschutzgesetz dokumentieren zu können. Aber definitiv. Konspirativer Rückzug in ein Café. Die Nacht wird durchgeplant. Zum Beispiel, was zu tun ist, wenn es Kloppe gibt. Und wenn einer von uns angegriffen wird, wird der andere definitiv nicht eingreifen. Der hat die Order, mit dem Telefon die Polizei zu rufen und dann sofort mit dem Handy aufzuzeichnen, um das zu dokumentieren. Weil grundsätzlich, wir sind Pazifisten, wir wenden niemals Gewalt an. Ich kann nicht Gewaltfreiheit gegen Tiere predigen und gegen Menschen Gewalt anwenden. Wir werden heute auf jeden Fall bis zum bitteren Ende durchziehen. Es wird für dich eine lange Nacht und dein Kaffee alleine reicht nicht, ein doppelter Espresso. Du wirst heute noch was brauchen, das garantiere ich dir. Da lache ich noch, dabei war das sein Ernst. Es soll der längste Drehtag meines Lebens werden. In Berlin hat der Zirkus zu einem Pressetermin eingeladen. Wir sind zu dritt. Neben mir, das ist der Pressesprecher. 90% der Zeit geht es um den Konflikt mit den Tierschützern. Der Carmen, der Tigerdompteurin, schlaflose Nächte bereitet. Ich lebe sehr viel unter Angst deswegen, dass meinen Tieren was angetan wird. Meinem Kapital, meinen Babys. Ja. Vor allen Dingen, da steckt mein Leben drin. Mein ganzes Leben. Die 5 Tiger hat die Dompteurin als Babys gekauft und mit der Flasche großgezogen. Sie leben eng beieinander. Sie im Wohnwagen, die Tiger im Käfig davor. Aber jetzt mal ohne Quatsch. Das ist letztlich so groß wie meine Wohnung. Ja, und? Also die können ja nie mal laufen, mal stratzen, mal sich aus... Doch. Rechts nach links, oder? Was meinen Sie, wie die hier drinnen toben können? Im Kreis, oder? Nicht nur im Kreis, auch quer durch. Es gibt 2 verschiedene Leitlinien, einmal für Zootiere und einmal für Zirkustiere. Zirkustiere werden ja in der Manege durch Proben eben geistig beschäftigt. Das ist die Dressur, im Sinne natürlicher Elemente.
Und deswegen reicht die Anforderung absolut. Es geht viel um Leitlinien und Gesetze. Die simple Frage, wie cool ein Leben hinter Gittern und mit ständigen Tiertransporten einfach sein kann, stellt sich irgendwie keiner. In Hamburg bei den beiden Aktivisten ist die erste Nacht angebrochen. 11 Uhr, wir tigern hier durch die Kälte seit ein paar Stunden. Wieso seid ihr nicht zu Hause und guckt Tatort am Sonntagabend? Also wieso tut man sich das an? Ja, warum tut man sich das an? Wenn du die Tiere da drinnen siehst, die haben keine Stimme. Früher gab es im Zirkus, wurden die verkrüppelten Menschen vorgeführt. Ja. Ja, da hat man sich über die Verkrüppelung lustig gemacht. Heute finden wir das unästhetisch und unethisch. Mhm. Ich finde es unethisch, heute Tiere vorzuführen. Gibt es auch so Momente, wo ihr die Zirkusleute so ein bisschen versteht, was so deren Existenzängste angeht oder deren Gewohnheit oder diese Argument mit der Tradition und... Ich verstehe die wirklich. Also absolut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Leute. Stopp mal. Was machen die da? Ist das ein Blatt, was da weht, oder bauen die am Pferdezelt ab? Ich verstehe die voll und ganz, weil sie sind noch gar nicht überzeugt. Die wissen gar nicht, warum wir das machen. Die denken, wir wollen sie ärgern. Während wir warten, zeigt mir Peter, was er bereits alles filmen konnte. Tiere, die monoton hin und her wippen, das sogenannte Weben, eine Verhaltensstörung. Und ein paar Facebook-Posts der Zirkusmitarbeiter. Haben Sie Propagandamaterial von Zirkusgegnern bekommen, dann geben Sie es uns und Sie erhalten eine Runde Elefantenreiten kostenlos. Durch die Flyer der Trolle, damit meint er uns, werden unsere Elefanten noch mehr gequält. Sehr zum Ärger der Gutmenschen. Ich finde, das zeigt eigentlich das Wahre, die sich vom Zirkus bedarf eigentlich keiner Kommentierung mehr. Ich glaube, das ist ein klassisches Eigentum, wie man das nennt. Und das sagt der Zirkus dazu. Die dürfen in Öffentlichkeit behaupten, wir sind Tierquäler. Fällt unter die freie Meinungsäußerung. Okay. Dann können wir auch, für uns sind das Trolle, die einfach Leuten irgendwas nachreden. Die sich gar keinen Kopf machen, die sich gar nicht mit der Sache beschäftigen. Oder die dann wirklich meinen, oh, man kann dem Zirkus gar nicht irgendwie schlechte Haltung nachsagen, jetzt müssen wir irgendetwas erfinden. Wir gehen mal, oh, der Zirkus macht öffentliche Elefantenfütterung. Wir beobachten das mal, ah ja, die passen bei den Elefanten auf, aber den Pferden schauen sie nicht so genau, was da die Leute machen. Oh, dann machen wir doch jetzt mal die Kamera auf, laufen hier hin und her mit einer Maulrübe, dass das Pferd schön den Kopf links nach rechts und diese 10 Sekunden bringen wir ins Internet. Oh, ein verhaltensgestörtes Pferd beim Zirkus Voyage. Auch dem Zirkusdirektor zeige ich die Bilder. Er ist bedient von meinen Fragen. Ich will wissen, warum Zirkus ohne Tiere keine Option für ihn ist. Der Zirkusdirektor ist schlecht, der muss seine Tiere weggeben. Und der Zoodirektor und der Privatbesitzer behalten. Das geht ja nicht in Deutschland. Wir sind ja wohl gleichberechtigt. Oder bin ich jetzt, wie wir jetzt wieder gesagt haben, machen wir überall ein Zeichen dran, Jude, und danach schmeißen wir sie raus. Wie machen wir das jetzt? So sieht ja im Moment die Hetzkampagne aus. Also Sie vergleichen sich schon mit so einer Judenverfolgung. Ja, also vorhin fiel das Begriff Hitler jetzt. Na, logisch. Das ist vergleichbar. Na logisch. Na, gehen Sie mal ins Internet, die sagen zu mir, wir müssen mir den Kopf abschlagen. Im Netz rasten die Leute gerne mal aus. Aber Holocaust-Vergleiche? Schwieriges Pflaster. Letztlich zeigt es, wie missverstanden der Zirkus sich fühlt. Wäre jetzt angenommen, es kommt so ein Wildtierverbot, wie wäre das für Sie? Ja, dann bin ich ein zweiter Klasse alter Mensch. Logisch. Weil ich darf es nicht, weil da muss ja der Zoodirektor auch abgeschafft werden. Der Beruf Zoodirektor wird auch abgeschafft dann, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Oder werde ich nur abgeschafft, weil ich Zigeuner bin oder was? Bin ja kein Zigeuner, aber werde ich abgeschafft oder was? Okay, so langsam verstehe ich, was das Problem ist. Die Besucher kommen einfach nur noch wegen der großen Tiere. Ein Wildtierverbot wäre vielleicht wirklich das Ende von all dem, was dieser Mann sich mal aufgebaut hat. Muss ein verdammt beschissenes Gefühl für ihn sein. Bei den Aktivisten in Hamburg ist es inzwischen 2 Uhr nachts. Es passiert genau 0,0. Als die Polizei vor uns hält, denke ich, jetzt könnte es spannend werden. Das ist doch cool. Aber nein, man kennt sich schon. Wir beschließen, wenigstens 2 Stunden zu schlafen. Ja, schade eigentlich, wenn dann einer schnarcht. Tag 2, 6 Uhr früh. Es ist so verdammt kalt, dass wir mit dem Auto rumcruisen, um aufzutauen. Sascha musste zu seiner Arbeit als Altenpfleger. Es ist Montagmorgen inzwischen. So, der Abbau beginnt. Scheiße, geh auf diesen runter. Der da lang geht, das ist Grodowski. Wer ist das? Das ist der Pressesprecher. Die gehen hier draußen spazieren
und gucken, ob Aktivisten dastehen. Ab 9 Uhr werden endlich die ersten Tiere verladen und Peter dokumentiert den Zeitpunkt. Sein Ziel heute? Filmen, wie die Giraffe transportiert wird. Dann heißt es zur Abwechslung warten. Weitere Stunden vergehen. Ja, das ist so die deprimierende Arbeit, die du aber hast. Schon. Weil du sitzt jetzt hier wirklich und es passiert nichts. Aber du siehst die Leute arbeiten. Es kann jetzt jeden Moment losgehen und dann musst du hellwach sein. Fun Fact über Peter: Er war früher mal Fleischer, musste sogar schlachten. Inzwischen vermarktet er Früchte. Was man eben alles so erfährt, wenn man einen Tag im Auto zusammen verbringt. 13 Uhr, Peters Moment der Wahrheit. Die Giraffen werden verladen. Wir haben uns ausgetrickst. Scheiße, die fahren den Giraffentransporter so hin, dass ich nichts sehen kann. Ich muss unbedingt meinen Platz wechseln. Jetzt kommt der große Moment, auf den wir 4 Stunden gewartet haben. Ich hoffe, dass wir nicht entdeckt werden und dass jetzt alles läuft. Scheiße, wenn ich Pech habe, kriege ich nicht rauf. Ach, guck mal, auf Millimeter genau, dass wir noch reingucken können. Wow, was für ein Glück. Das wird was, das wird was. Hammer. Hammer. Yes. 1,5 Tage auf dem Parkplatz um die Ohren geschlagen für ein Giraffenbeweisfoto. Aber Peter ist on fire. Unglaublich, der beste Traum ist wahr geworden. Die sind mit Leuten spazieren gegangen, die haben vorab Streife gegangen. Die haben den Wagen umgesetzt. Und dann haben die noch einen Wagen davor gefahren. Die hatten einen Spalt gehabt von ungefähr 1,5 Meter Breite. Das war alles, wo ich durchfilmen konnte. Und ich hab sie. Wozu der ganze Aufwand? Das war der letzte Beweis, dass die Giraffe nur im ausgefahrenen Wagen stehen kann. Peter hat den Wagen aber schon im eingefahrenen Zustand gefilmt. Und das ist tierschutzwidrig. Er wird Anzeige erstatten. Was für eine Sisyphos-Arbeit, ganz ehrlich. 5:30. Seit 32 Stunden wach. Auch für die Tiere heißt es ausharren. Ja, es ist tatsächlich schon wieder dunkel, weil ein weiterer, kompletter Tag vergangen ist. Einige Tiere stehen seit 9 Uhr morgens abfahrbereit im Transporter. Gegen 22 Uhr fahren die dann endlich los. Nach 40 Stunden ohne Schlaf gebe ich mich geschlagen. Peter zieht natürlich durch und bleibt bis 7 Uhr früh, als die Tiere am neuen Standort die Transporter verlassen dürfen. Danach geht er direkt zur Arbeit. Strafanzeige wegen zu langen Tiertransporten läuft. Ein letztes Mal zurück im Zirkus. Kurz vor Weihnachten in Berlin. Heute Abend ist die große Premiere. Wie jedes Jahr mit Protest. Aber ohne Tiere! Aber ohne Tiere! Ich meine, ein Löwe sollte in der Savanne zu Hause sein und nicht im Käfig, so 2x2 Meter. Ja, und das liegt doch auf der Hand, die Quälerei mit den Tieren. Wenn ich was lese oder sehe, dann kommen mir die Tränen. Man liebt die Tiere und hier macht man sowas. In 20 Minuten wird die Vorstellung beginnen. Die Elefanten werden Fußball spielen und die Tiger durch Reifen springen. Und der Zirkusdirektor wird sich Sorgen machen, wie lange das alles noch geht. Ich frage mich nach den Drehs, ob es nicht so eine Art sanften Wildtierausstieg geben kann. Das heißt, keine neuen Tiere mehr kaufen und die ganz alten auf seriöse Gnadenhöfe bringen. So, dass die Zirkusse auch Zeit haben, an Alternativen zu arbeiten. Aber es muss doch irgendwie eine faire Lösung für alle geben. Also lasst uns gerne über das Thema diskutieren. Wie seht ihr diese ganzen Wildtiernummern? Wie kann das Ganze in Zukunft vielleicht aussehen? Und auf unserem Zweitkanal Y2 beschnacken wir dann Anfang nächster Woche eure Kommentare.